Ich habe den Titel eben in Englisch eingereicht und da hat er noch gut getönt. Jetzt durch die Übersetzung ist irgendwas schiefgegangen. Aber grundsätzlich stimmt das. Also, mein Name mal Chris Eberle, das ist alles korrekt. Ich arbeite bei Red Hat als Solutions Architect und möchte heute über Innovation sprechen. Wieso das Innovation wichtig ist, wieso das Business Innovation braucht und möchte, wie das die IT das Business unterstützen kann, Innovation zu fördern und zu machen und schlussendlich natürlich auch, wie Red Hat die IT unterstützen kann, um das zu bewerkstelligen. Grundsätzlich gibt es ja diesen schönen Term, ich weiß nicht, den Slide haben Sie vielleicht auch schon gesehen, den legen wir öfters auf, wenn wir Präsentationen haben. Grundsätzlich ist die Aussage, dass Software eats the world, das ist ein Ausdruck, der vor einigen Jahren aufgekommen ist und das ist definitiv wahr. Es gibt sehr viele Beispiele, wo das passiert ist. Also ich meine, viele davon werden Sie kennen, wie Uber, das heute das größte Taxiunternehmen ist, ohne selbst ein Taxi zu haben. Airbnb, die größte Hotelkette. In dem Sinn, Apple Pay ist neu in die Schweiz gekommen, so wie ich vernommen habe, noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erwünscht hätte. Aber der Erfolg in anderen Ländern ist frappant. Und alle diese Beispiele haben etwas gemeinsam, nämlich dass es technologiegetriebene Änderungen und Evolutionen sind, die es den Firmen erlauben, in bestehende, traditionelle Märkte einzudringen und da einen großen Anteil vom Volumen dieses Marktes zu übernehmen. Die Firmen haben das natürlich erkannt, traditionelle Firmen haben erkannt, dass sie nicht nur mit den klassischen Mitbewerbern im Wettbewerb stehen werden in Zukunft, sondern schlicht und ergreifend mit Technologiefirmen. Also Technologiefirmen gehen in ganz verschiedene Märkte, in Taximärkte, Peer-to-Peer-Sachen, im Bezahlungssystem, Blockchain sind Themen, die aufkommen werden. Und die Firmen sind sich dessen bewusst und überlegen sich, wie adaptiere ich mich an diese Änderungen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit bei Kunden unterwegs und habe Kunden, die sind in sehr, sehr traditionellen Gebieten, in Sicherheitsthemen zum Beispiel unterwegs und die überlegen sich, wie adaptiere ich, was ich heute mache, in eine digitale Welt. Also die haben heute per se nichts mit Digitalisierung zu tun, aber die überlegen sich, wie transformiere ich das, was ich heute mache, in eine digitale Welt, weil in 10 Jahren wird der andere Teil meines Geschäfts so stark schrumpfen, dass ich irgendwo anders hin muss. Und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Firmen, die sich überlegen, wie kann ich diversifizieren in andere Geschäftsbereiche. Also jeder kann heute ein Webhoster sein zum Beispiel. Da sieht man auch sehr viel, dass Firmen, von denen man das nicht gedacht hätte, plötzlich ein Webhosting anbieten und so weiter und so fort. Gut, was macht jetzt die IT, um das Business zu unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben? Die IT entwickelt sich natürlich auch weiter. Also es gibt sehr viele Initiativen oder Entwicklungen in der IT, die die Innovation fördern sollen oder Innovation vorantreiben sollen. Also zum einen, wie wird Software entwickelt? Heute sieht man sieht schon noch Leute, die halt 2-Jahres-Projekte oder 5-Jahres-Software-Entwicklungsprojekte machen, aber das ist nicht mehr State of the Art. Heute entwickelt man Agile, man möchte ein DevOps-Modell machen, um Prozesse zu automatisieren und so Änderungen und neue Features schneller an den Markt pushen zu können. Zudem hat man gesehen, dass so monolithische Applikationsarchitekturen auch nicht für alles geeignet und optimal sind. Das heißt, es gibt eine Evolution da in Richtung Microservices, dass man kleinere Module macht mit einem eigenen Lifecycle und somit Features auch schneller und eigenständiger aktualisieren und ausrollen kann. Dann ein ganz großer Hype in den letzten 3 Jahren ist das ganze Thema Containers. Ist vor allem aufgekommen natürlich mit dem Fakt, dass Docker Containers einfach konsumierbar gemacht hat für jedermann. Und das ist heute ein absolutes Hype-Thema, weil es so viele Probleme vor allem zwischen Entwicklung und Operations lösen kann. Und zusätzlich noch Benefits bringt wie Density von Applikationen auf bestimmten Ressourcen und so weiter. Und das hat mich persönlich sehr überrascht, wie schnell das Container
in der Produktion gelandet sind. Also wenn ich schaue, wie lange es bei der Virtualisierung gedauert hat, bis Virtualisierung tatsächlich im Enterprise angekommen ist und in Produktion breit aufgestellt und ausgerollt wurde, ist das nicht zu vergleichen mit dem, wie schnell das bei Containern gegangen ist. Also wir haben heute Kunden, die haben hunderte Container in der Produktion und haben kritische Workloads, die auf Containern in der Produktion laufen. Und die haben vor einem Jahr maximal angefangen, damit zu entwickeln. Und das Letzte natürlich, wo hoste ich meine Workloads, wo hoste ich meine Applikationen? Da gibt es schon länger den Shift in Richtung Cloud. Wir haben schon vor Jahren von Cloud gesprochen. Aber man sieht schon, dass die Firmen sich jetzt tatsächlich überlegen, welche Workloads muss ich in-house behalten, welche Workloads kann ich in die Cloud schieben. Und das ist da zumindest im hybriden Umfeld sicher schon Beispiele gibt, die sehr viele Sachen in der Cloud am Laufen haben. Gut, wenn wir ein bisschen genauer auf DevOps schauen, was möchte DevOps eigentlich erreichen? Schlussendlich ist die Idee von DevOps, Dev und Ops näher zusammenzubringen, zu automatisieren und somit die Möglichkeit, neue Features schneller an den Kunden zu bringen. Das ist die Grundidee. Nebst all den Einsparungen, die man auf dem Weg natürlich auch noch mitnehmen kann, wie Overhead abbauen oder koordinativen Overhead abbauen. Das heißt, von der Idee, die jemand im Business hat, vielleicht ist schon Business nicht mehr ganz richtig, vielleicht kommt die Idee sogar aus der IT heutzutage, weil die IT ist mit ein Innovationstreiber geworden. Aber die Idee ist, dass ich dann das Feature durch die Entwicklung, durch das Staging, durch das Testing, durch die Quality Assurance und schlussendlich der Kollege, der das Feature geordert hat, die Abnahme macht, dass das möglichst rasch vonstatten geht. Natürlich ist das noch nicht überall der Fall oder funktioniert halt oftmals doch noch so, dass die Entwicklung etwas macht und das dann über den Zaun zur Operations übergibt. Die Entwickler, die entwickeln ein Feature anhand von Anforderungen und haben das Gefühl, ich habe das Feature richtig entwickelt. Ich übergebe das jetzt an die Operations. Und die Operations sagt dann, ja gut, das Feature ist ja gut und nett, aber wie soll ich das jetzt betreiben? Also wie groß muss die JVM sein, wie monitore ich das und so weiter und so fort. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Übergänge, die nicht automatisiert sind. Und das führt dazu, dass man DevOps schlussendlich als gesamtheitliches Thema betrachten muss. Man kann nicht, es gibt viele Top-Down-Initiativen für DevOps, wo von oben diktiert wird, so, jetzt machen wir DevOps, weil DevOps ist gut, alle machen DevOps. Und die Leute stehen dann da und sagen, ja gut, und was heißt das jetzt? Werden wir reorganisiert oder was müssen wir machen? Und DevOps zu implementieren, das ist nicht so einfach und funktioniert sicher nicht in jeder Unternehmung gleich. Schlussendlich muss man alle Aspekte betrachten, also man muss die richtigen Leute haben, man muss Leute mit der richtigen Einstellung, Mentalität und dem Willen haben, zusammenzuarbeiten. Dann muss man natürlich Prozesse haben, die das unterstützen. Man muss Community Building machen, man muss sagen, wie arbeiten die Leute zusammen. Und schlussendlich braucht man auch, ein Teil davon ist immer Technologie, dass man Technologie hat, die das Ganze optimal unterstützen. Und die Idee ist im Endeffekt, dass man standardisiert, soweit möglich, automatisiert und Feedback Loops einbaut. Das Ganze, was ich jetzt zwischen Dev und Ops erzählt habe, das gilt zu einem gewissen Grad auch für den Übergang von Business zu Entwicklung. Also ich war selbst sehr lange Entwickler und habe schlussendlich jedes Mal geflucht, wenn ich irgendeine Spezifikation erhalten habe, weil erstens kommt man nicht raus von Anhieb und dann fehlt die Hälfte und dann muss man sowieso wieder mit den Leuten quatschen gehen, was meinst du jetzt tatsächlich? Auch da ist der Übergang nicht optimal und auch da gibt es aber Tools. Jira zum Beispiel eignet sich sehr gut dafür, oder sehe ich bei vielen Kunden, die nutzen Jira, um End-to-End zu automatisieren und auch einen Kommunikationskanal zu haben, wo die Leute miteinander kommunizieren können und kommentieren können. 15 Minuten sind extrem schnell vorbei, darum werde ich ein bisschen mehr Gas geben. Wie kann Red Hat wir sind natürlich eine Technologiefirma, Red Hat. Wir machen Technologie, wir machen Produkte und wo wir unterstützen können,
Es ist zum einen zum Beispiel mit OpenShift. Ich weiß nicht, wem das schon ein Begriff ist. Aber OpenShift ist eine Plattform, die hilft, DevOps zu implementieren, die eine Microservices-Plattform ist und schlussendlich auch die ganzen Cloud-Attribute mit sich bringt, was ich vorher erzählt habe. Also es ist wirklich eine Plattform, die der Evolution der IT, wie ich sie vorher erwähnt habe, folgen soll. Also zum einen hat man zum Beispiel für die Entwickler Self-Service-Capabilities. Ein Entwickler muss nicht mehr irgendeinen Prozess starten, der dann 2 Wochen geht mit Approvals und allem. Und dann muss man noch Firewall da und dies und jenes anpassen, bis man mal eine VM hat und ein Tomcat, wo man dagegen entwickeln kann, sondern das ist alles Self-Service. Es ist eine polyglotte Plattform, weil wir Docker-Container oder Docker-formatierte Container als Basis benutzen. Also die Paketierungsformat sind immer Docker-formatierte Container. Das heißt, wir können schlussendlich in OpenShift alle Arten von Technologien unterstützen, sei es Java oder C oder was auch immer auf Linux läuft, mittlerweile auch .NET natürlich. Und das ist eine gute Sache bei Innovation, weil schlussendlich will ich nicht als Entwickler am Morgen kommen, ich habe eine gute Idee oder habe mit jemandem vom Business gequatscht und habe eine gute Idee, die ich umsetzen möchte. Und jetzt habe ich aber dummerweise nur Tomcat und WebLogic zur Verfügung, möchte aber irgendeine App entwickeln. Also das heißt, man muss eine Plattform haben, die flexibel genug ist, verschiedenste Technologien anzubieten und das on demand. Dann ist natürlich die ganze Automatisierung für den Prozess zwischen Entwicklung und Operation sehr wichtig. Und auch da bietet OpenShift sehr viel, dass man zum Beispiel Bilden- oder Deployment-Prozesse vollständig automatisieren kann, inklusive dem Staging bis in Produktion. Also wir haben auch Kunden, die OpenShift nutzen. Da ist es tatsächlich so. Die sind in der Schweiz, das ist jetzt nicht eine Amazon oder was weiß ich. So, aber wenn die Entwickler da etwas coden und den Code pushen, wird eine Build-Pipeline durchlaufen, die sehr restriktiv ist natürlich. Also 95% der Änderungen fallen da raus. Aber falls der Change die Build-Pipeline durchläuft, wird er automatisch in die Produktion deployed. Also auch das gibt es schon in der Schweiz. Dann ist natürlich zum Beispiel Skalierung ein großes Thema. Also wie skaliere ich, wenn ich eine gute Idee habe, dann werde ich auch skalieren müssen irgendwann. Und auch da bietet OpenShift sehr viel in Sachen automatische Skalierung und so weiter. Was ist OpenShift als solches? Wie ich gesagt habe, Docker-formatierte Container ist eines der Elemente davon. Und das zweite ist ein Container-Orchestrierungs-Framework, das initial von Google entwickelt, dann open-sourced wurde und jetzt sehr aktiv von Red Hat mitentwickelt wird, namens Kubernetes. Das sind die 2 Grundbausteine von OpenShift. Und dann natürlich noch das ganze Framework rundherum, die ganzen Tools, die man braucht, um zu automatisieren, die ganzen Security-Elemente, die mit dazu entwickelt werden. Schlussendlich, wenn man über Innovation spricht, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man sehr viele Ideen austesten kann. Innovation ist nicht, ich habe eine Idee und dann arbeite ich ein halbes Jahr daran und vervollständige die und mache einen Businessplan und was weiß ich und setze die Idee dann um, weil vielleicht ist die Idee gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Es ist besser, man hat 100 Ideen und setzt vielleicht 50 von denen auf kleinem Rahmen um und schmeißt halt 45 davon wieder weg, weil sie nicht gut waren. Aber je mehr Sachen man ausprobieren kann, desto größer ist die Chance, dass man eine Innovation macht, die dann schlussendlich auch zum Erfolg führt. Apropos zum Erfolg führen, vielleicht werden Sie irgendwann mal in der glücklichen Lage sein, so viel Erfolg zu haben mit Innovation, wie das Pokémon Go hatte. Ich weiß nicht, spielt jemand von Ihnen Pokémon Go? Niemand will sich dazu bekennen. Nee, das Gute ist nämlich, ich frage die Frage jedes Mal, wenn ich das Slide zeige und irgendwie habe ich noch niemanden gefunden, der Pokémon Go spielt. Aber das Ding muss endlos erfolgreich sein, also irgendwo ist da ein Mismatch. Aber grundsätzlich ist es schon, ist natürlich, das war extrem erfolgreich von Anfang an. Also man sieht da die orange Linie, das war der erwartete Traffic, den sie erwartet haben. Rot war das Worst-Case-Szenario und grün ist der aktuelle Traffic, den sie mit dem Spiel erreicht haben. Und schlussendlich, um so etwas handeln zu können in der Innovation, braucht man natürlich
Plattformen, die das handeln können. Und das Ganze läuft auf Google Cloud und Kubernetes, nutzt also dieselben Technologien wie wir mit OpenShift. Natürlich gibt es noch sehr viele andere Kunden, die OpenShift nutzen. Die Slides werden Sie erhalten, Sie können sich das gerne nachher zu Gemüte führen. Was auch noch wichtig ist vielleicht, wieso nutzen die Kunden OpenShift? Es wurde, das ist brandneu, vor 5 Tagen ist die Studie rausgekommen, die wurde von IDC mit bestehenden OpenShift-Kunden gemacht. Die wurden befragt, was sind jetzt tatsächlich die Benefits, die realisiert wurden? Weil ich stehe hier und verspreche Ihnen, das und das und das und das werden Sie kriegen, wenn Sie irgendetwas machen. Aber schlussendlich muss man auch mal messen, was wurde tatsächlich erreicht. Und das wurde von IDC in dieser Studie gemacht. Da wurden viele große Firmen befragt, die OpenShift einsetzen. Und die Studie ist öffentlich verfügbar, die können Sie gerne nachlesen. Aber es ist schon frappant, wie viel Infrastruktur das man einsparen kann, 40%, dass man tatsächlich schneller Apps an den Mann bringt oder Features an den Mann bringt und schlussendlich durch das, dass man automatisiert, auch den kompletten Staff produktiver machen kann, den Staff von Arbeiten befreien kann, die nicht der Innovation zuträglich sind und somit auch mehr Kapazität für Innovation schafft. Ich glaube, wenn man über Innovation spricht, ist Red Hat ein sehr gutes Beispiel, weil Red Hat wurde vor kurzem wieder als eine der 25 innovativsten Firmen weltweit oder ist, glaube ich, unter den 25 innovativsten Firmen weltweit. Und wie wir das machen, ist in einem community-basierten Ansatz. Also es gibt Millionen von Community-Projekten, die irgendwo auf GitHub leben, wo wir als Red Hat Mitarbeiter abstellen, die in diesen Communities mitarbeiten und da contributen. Und da kann aber jede Firma, da contributet eine IBM mit, da contributet eine Puzzle mit, da contributet eine Adfinis mit, Kunden von uns contributen damit und jeder kann schlussendlich seine Ideen mit einbringen und somit die Innovation fördern. Heute passiert Innovation hauptsächlich in Communities und im Open-Source-Umfeld. Und das, weil es einfach die meisten Ideen gibt, weil Ideen von sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln mit einfließen. Und schlussendlich sind das nicht alles Entwickler. Wir haben auch Business-Leute zum Beispiel, die auf Trello gehen und da eine Karte eröffnen mit einem Feature, das sie in einem unserer Produkte möchten. Es ist nicht nur Softwareentwicklung. Also in unseren Communities kollaborieren Leute von verschiedensten Sparten miteinander. Das sind nicht nur Entwickler, das sind auch Tester, eben das sind Leute vom Business und so weiter und so fort. Und das ist, wie wir Software entwickeln, wie wir sehr erfolgreich Software entwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein Modell, das sich adaptieren lässt für viele Firmen, dass man diesen Community-Gedanken und kollaborativen Ansatz versucht zu fördern innerhalb der eigenen Firma. Gut, natürlich, wie ich erwähnt habe, hat Red Hat auf allen diesen Sparten geeignete Lösungen zur Verfügung. Falls Sie daran Interesse hätten, sind wir heute gerne für Sie da, um weitere Fragen aufzunehmen. Das wäre es gewesen. Ich habe noch 1:50 Zeit für Fragen. Also gibt es irgendwelche Fragen? Ein klares Ja, sehr gut. Wie managt ihr Bugs mit so vielen Stakeholdern in der Open Source Community? Wie managen wir Bugs? Gut, wir contributen hier. Also wir haben Leute, die arbeiten tatsächlich sozusagen vogelfrei in den Communities mit. Die werden auch nicht von Red Hat diktiert, du musst das und das Feature implementieren, weil eine Community ist selbstorganisierend und da ist Meritokratie, die beste Idee gewinnt. Und das ist nicht von Red Hat diktiert, das mal zum einen. Was wir ja machen ist, aus diesen Projekten machen wir Enterprise Software. Schlussendlich gibt es einen Härtungsprozess hier, wo wir verschiedene Projekte zusammenpacken, um ein Produkt zu machen daraus. Dann härten wir das Ganze, entfernen Bugs und so weiter. Und was rauskommt, ist ein Produkt, das ist immer noch Open Source, das ist vielleicht wichtig zu verstehen, auch die Seite ist noch Open Source, aber das ist ein Produkt mit einem Enterprise Ready Lifecycle, das wir supporten können.
Wenn es jetzt einen Bug gibt auf einem unserer Enterprise-Produkte, dann haben wir natürlich Support-Engineers, die das fixen, auf diesem Branch hier, und schlussendlich wird das wieder in die Community zurückgespielt. Wenn man Community benutzt, dann gibt es die Foren, dann gibt es GitHub oder wo auch immer das Projekt lebt, wo man Issues aufmachen kann. Oder am besten dann den Bug gerade selbst fixen und contributen. Weitere Fragen? 3, 2, 1. Ich übergebe an meinen Kollegen. Vielen Dank.